mache einen Motoblog, ist das okay? Was? Ich mache einen Motoblog. Wie in guten alten Zeiten. Erinnerst du dich? Auf der CBR damals, auf dem Verkehrs... Keine Ahnung, was du meinst. Wenn du abwürgst, bist mir ein Ei schuldig. Ja? Wenn du abwürgst, bist mir ein Ei schuldig. Okay. Gehen wir halt anschließend McDonald's. Wenn man das unter Eis verstehen darf. So was man wirklich darf in 3, 2, 1, oh. Keine Panik, gell? Ja. Ich zieh dich nur den Berg runter mit meinen 2 Tonnen. Ja? Ich zieh dich nur den Berg runter mit meinen 2 Tonnen. Gell? Nicht einfach. Ja. Keine Eile. Du schuldest mir nice. Auf dem Verkehrsübungsplatz, Mann. Hey, das Eis. Oh Mann. Immer wenn ich schrei, ist meine Stimme irgendwo ganz oben in der Tonleiter. Ich habe einfach so eine Stimme, wenn ich schrei. Ich kann natürlich auch tiefer schreien, aber das ist halt nicht wirklich schreien, sondern wenn ich wirklich grell rede, dann versteht man mich besser im Motorradhelm. Ja, ist eine Gewohnheitssache, wie man spricht. Auf jeden Fall, heute soll es mal um ein sehr, sehr ehrliches Thema gehen, nämlich weshalb ich das Motorradfahren überhaupt angefangen habe, beziehungsweise was ich damit assoziiere. Zuerst mal, ich habe 2 Räder schon immer geliebt, ob Mountainbike oder nicht. Ich habe auch damals schon Fahrrad-Wheelies geübt, bevor ich mich ans Motorrad-Wheelie-Fahren gewagt habe, weil der Kipppunkt ist derselbe, so einfach ist die Sache. Beim Motorrad sind es natürlich ganz andere Kräfte, die wirken, aber vom Prinzip her, wenn man mit dem Fahrrad Wheelies kann, dem steht eigentlich nichts mehr im Weg, es auch mit dem Motorrad zu lernen. Und der springende Punkt ist meiner Meinung nach beim Motorradfahren, weshalb man überhaupt damit anfährt, was für Vorteile man für sich sieht. Schließlich kostet das Hobby eine Stange Geld, also günstig ist es nicht. Viele sagen, das Motorradfahren ist günstiger als Autofahren. Ich widerspreche dem, wenn man beim Autofahren bereit ist, selber zu schrauben und sich ein älteres Auto holt. Weil wenn man sich ein Auto für 500 Euro holt, nochmal 300 Euro investiert, um es fit für einen TÜV zu bekommen, für 800 Euro kriegt man fast kein Motorrad, das nicht auch abnormal viel Liebe braucht. Dementsprechend meiner Meinung nach eigentlich eine relativ simple Rechnung, dass das Motorradfahren in der Regel teurer ist. Vorausgesetzt, man kriegt einen gescheiten Versicherungstarif beim Auto und zahlt nur 500 Euro jährlich oder so, SF halbe. Also bei uns in Stuttgart ist kein Problem, das erste Auto ein günstiges für 500, 600 Euro im Jahr zu versichern. Dementsprechend ein bisschen mehr Sprit und so, okay, aber unterm Strich ist Autofahren in der Regel günstiger, zumal der Reifenverschleiß und die Verschleißteile geringer sind beim Auto und hat nicht mehr Musik und fängt an zu tanzen. Der freut sich schon, der hat das Intercom im Rucksack, das bauen wir dann am Baggersee zusammen, wo wir jetzt hinfahren. Auf jeden Fall die Freiheit, mit 16 Jahren mobil zu sein, das ist ein riesen Punkt gewesen damals für mich. Dasselbe mit 18, mit 20 oder sonst wie. Oh, ich habe jetzt schon einen Gang eingelegt, war zu früh. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall die Mobilität, das ist ein Riesenpunkt. Also wenn die Freundin anruft, hey, yo, kannst du vorbeikommen, dann ist man nicht aufs Auto vom Vater, von der Mutter oder sonst wie angewiesen, dass sich viele Leute nicht ein eigenes Auto just for fun kaufen wollen und halt mir auch immer servicen wollen. Da ist ein Motorrad halt leichter. Man hat halt auch beim Motorrad den riesen Vorteil. Das spricht jetzt alles fürs Motorradfahren, aber für mich war eigentlich das Motorradfahren viel mehr als diese ganzen normalen Argumente, sondern eher auch eine Zugehörigkeit, weil beim Motorradfahren ist einfach viel Fair Play. Diese ganze Geschichte wie beim Autofahren mit den Tunern und so, da ist selten Fair Play im Spiel. Beim Autofahren ist eigentlich oft, wie jetzt mittlerweile durch Social Media auch gesehen, oft der Punkt erreicht, wo es eigentlich nur noch um Schwanzlängenvergleich geht, sprich, dass jemand zeigen will, oh, ich habe das dickere Auto, ich habe den dickeren Motor oder sonst wie, und oft sind solche Sachen halt extrem toxisch, und beim Motorradfahren ist es selten der Fall. Also ich bin Gott sei Dank in eine Gruppe gerutscht, beziehungsweise habe auch eine eigene Gruppe gegründet, wo es gar nicht so ist. Also ich habe auch jeden aus der Gruppe gekickt, der angefangen hat, einen Schwanzlängenvergleich zu führen, weil das brauchen wir nicht. Wer kommt tiefer, wer kommt schräger, das kann man alles dokumentieren und so, aber sobald man abgehoben ist und dann andere Leute als nicht fahrtauglich beschimpft, finde ich, geht es einfach zu weit. Ja, toll, haben wir uns die Stadt ausgesucht, den Stau und Ende. Stuttgart, willkommen in Stuttgart. Hier ist das riesen Bosch-Areal, richtig nice. Meine Firma macht da was für einen Bosch, immer mal wieder.
ist richtig nice. Also ich war da schon ein paar Mal auf dem Bosch Areal. Auch ihre Werksfeuerwehr und so. Ist richtig schön. Mir gefällt es auch Bosch, was viele Leute nicht wissen. Der Gründer für Bosch, von Bosch hat sich wirklich gemeinnützig unter der Hand halt, also hat es nicht groß breit getreten in der Presse, für behinderte Leute eingesetzt, sprich Leute mit Defiziten, ne, oder wie sagt man das, mit Einschränkungen, denen halt ein Job angeboten, die sogenannten Behindertenwerkstätten und so, finde ich echt eine super Sache, deswegen großes Lob da und die Zeiten und alles, also wenn man auf so einen Job steht, ist Bosch echt eine gute Anlaufstelle. Die haben viele verschiedene kaufmännische Bereiche, technische Bereiche, Ingenieurbereiche und so. Kommt halt auch immer drauf an, in was für eine Abteilung man rutscht, ob man sich wohlfühlt oder nicht. Naja, auf jeden Fall, weiter geht's zum Thema. Die Zugehörigkeit mit der Gruppe, es macht einfach Spaß, einen Freundeskreis zu haben, der dieselben Interessen teilt und nicht nur stumpf aufs Motorradfahren aus ist, oh, wer hat das geilste Motorrad, wer ist am krassesten unterwegs und so, sondern auch gemeinsam zum Baggersee fährt, zusammen in die Shisha-Bar fährt. Ich finde, das sind so Punkte. Ich rauche zwar nicht mehr, extrem selten meine Shisha, aber das sind einfach die Punkte. Oder abends mal Billard spielen gehen oder abends in die Stadt ausfahren. Solche Sachen. Leuten eine Freude machen, Leute, die noch nie Motorrad gefahren sind. Sorry, der hätte es nicht drüber geschafft. Der hätte es nicht drüber geschafft. Ich stehe gut, oder? So bin ich fast durch die Prüfung gefallen. Ich habe die Haltelinie um einen halben Meter überrollt. Also so wäre ich wahrscheinlich durch die Prüfung gefallen. Gut, dass wir versetzt fahren. Zug hat kein ABS. Boah, MT09, sexy Bike. Ne, auf jeden Fall, das war so der springende Punkt. Also man kann sich das Motorradfahren schlecht reden, wie man will, aber wenn man es richtig angeht, wie mit allem im Leben, also das Motorrad zum vollen Potenzial nutzt, die günstigen Parkmöglichkeiten nutzt, wenn man zum Beispiel in der Stadt wohnt, dann muss man nicht mit dem Auto hinfahren in die Stadt zum Louis 10 Euro zahlen für Parkgebühren oder schlag mich tot. Also es ist wirklich teuer, das Parken in Stuttgart. Für eine Stunde kostet 5 Euro oder so an vielen Orten, wo man gern parken würde. Das ist absolut geistesgestört und dann auch noch beschränkt oder Parkhäuser den Tag lang 15 Euro oder so. Aber man ist ganz schnell ganz viel Asche los und da spart man sich Geld und vor allem Nerven und man kommt mit dem Motorrad überall easy hin. Man schnappt sich einen Helm, Schutzjacke und let's go. Handschuhe natürlich auch. Klar, ist auch immer ein Risiko, muss halt jeder selber abwägen können. Der hätte schon fahren können. Oder die. Naja, auf jeden Fall ein Riesenpunkt. Und noch ein Punkt ist halt die frische Luft und die Freude, die das Motorradfahren halt bringt. Für mich ist halt so das Motorradfahren damals immer eine Definition von Freiheit gewesen. Genauso wie Cabrio fahren. Ich liebe Cabrios, wirklich. Ich wollte so gern Cabrio haben. Ich habe leider nur ein Coupé, aber da sind auch alle vier Scheiben runter fahrbar und Schiebedach aufmachen. Sprich, es kommt relativ nah ans Cabrio ran. Ich habe nur noch ein Dach, das mich halbwegs stört. Also ist jetzt nicht wirklich schlimm, aber ja, was soll ich sagen? Also ein Cabrio, Motorradfahren, für mich ist halt eine Definition von Freiheit. Einfach nach dem Feierabend mal eine Runde drehen oder mit Freunden. Und vor allem mit dem Motorrad ist halt der riesige springende Punkt. Man ist extrem mobil und gefühlt gar nicht eingeschränkt, bis aufs Wetter. Wenn es regnet, ist halt scheiße. Aber bei schönem Wetter einfach irgendwo hinfahren, was grillen und so, die Community. Oh, es ist so geil. Und dann auch noch der Sportaspekt, Leute. Wenn ihr drauf steht, schnell zu fahren, kriegt ihr beim Motorradfahren einfach so viel fürs Geld. Und ihr könnt halt auch Rennstreckentermine und so besuchen. Und es ist einfach freier. Ich bin auch schon schnell gefahren mit Autos. Das ist alles schön und gut. Aber wenn es nicht gerade ein GT3 RS ist oder irgendeine M3 CS, so besondere Autos, die wirklich Charisma haben, sondern irgendein turbo aufgeblasener Vierzylinder, boah, da fällt es mir schwer, wenn mir jemand sagt, Hyundai i30N ist eine, vergleichbar mit dem Motorrad. Ne, sorry, i30N ist geil, aber dem fehlt Leistung, der wiegt zu viel, also für richtig geile Beschleunigung. Klar, Preis-Leistung scheppert da rein für ein Auto und so, versteht mich nicht falsch, aber dieses Rotzfreche wie der BMW N58 Motor ist es, glaube ich, der Rhein-6er, ein Gedicht, Leute. Wie beim Motorradfahren auch, es sind einfach jeder, der auf Motoren steht und nicht auf, keine Ahnung, Staubsauger, Pole. Hier gelten 50. Naja, egal, sei es drum.
Also der Charakter, den man hat. Wieso macht keiner mit? Vielen Dank dafür. So, das Motorradfahren. Jeden Cent wert, meiner Meinung nach. Und das ist der Grund, wieso ich das Motorradfahren angefangen habe. Und das war der Grund, wieso ich auch zur Corona-Zeit ein bisschen die Lust verloren habe, Motorrad zu fahren. Man kann nicht das machen, was man will. Man kann sich nicht mit Freunden treffen, man kann nicht zusammen grillen gehen. Die ganzen Baggerseen waren gesperrt, die ganzen Strecken waren gesperrt, das Ausland war gesperrt. Ich bin einfach keiner, der dieselbe Strecke in Deutschland 10-mal hoch und runter ballert. Ich fahre mehr als gut genug, um sagen zu können, dass ich auf der Rennstrecke einfach mehr Spaß habe als auf der Landstraße. Aber auf der Landstraße, es macht Spaß, versteht mich nicht falsch, aber wenn ich auf der Landstraße am Limit fahre, bin ich dermaßen schnell, also wirklich, ich bin kein Überflieger oder so, ich bin einfach nur normaler Fahrer, aber ich bin mittlerweile so schnell, wenn ich es will, es macht einfach keinen Sinn für mich persönlich, auf der Landstraße zu heizen. Für mich ist da absolut kein Reiz dabei. Klar, man kann halt zügiger fahren im Schwarzwald und so, aber das ist alles fernab von meinem Limit. Und wenn ich an meinem Limit fahre, gut Nacht Führerschein, gut Nacht Leben, gut Nacht alles Mögliche. Boah, die sind braun, die Bauarbeiter. So muss das. Und die Beine weiß wie Käse wegen der Hose. Nee, die sind safe auch am Baggersee und so. Nee, auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ein absoluter Pluspunkt fürs Motorrad, dass man halt das Leben genießen kann. Man hat auch Abwechslung, man lernt das Auto zu schätzen, man lernt viele Dinge im Leben zu schätzen. Es sterben auch Motorradfahrer und plötzlich weiß man das Leben zu schätzen als Motorradfahrer. Es ist einfach so komisch, Dinge, an die man nie gedacht hat, wenn man kein Motorradfahrer ist. Man wird plötzlich mit dem Tod konfrontiert, mit wirklichen Verletzungen. Man wird damit konfrontiert, dass es Jahreszeiten gibt beim Auto, Klima und let's go. Ich fahre so selten mit der Klima im Auto, weil auf dem Motorrad jetzt hier habe ich auch keine Klima. Wo ist das Problem? Wisst ihr, was ich meine? Ich mache das Fenster auf und gut ist. Wenn es 30 Grad hat, dann schwitze ich halt. So ist es. Klar, auf längeren Fahrten oder so mache ich auch mal die Klima an, aber so 10 Kilometer oder so. Man lernt einfach, der Körper lernt einfach, gesünder zu sein durchs Motorradfahren, mehr die Umwelt zu schätzen in der Regel. Also, klar kann man sich auch mit dem Motorradfahren zu erkälten, aber je mehr man in der Natur draußen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es einem psychophysisch einfach besser geht. Man kommt raus, man hat neue Hobbys, es hat einfach so viel Vorteile und das war auch einfach der Grund, weshalb ich Motorradfahren angefangen habe. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, wieso ihr überhaupt das Motorradfahren angefangen habt. Das würde mich echt dicke interessieren. Ich lese mir alle Kommentare durch und in dem Sinne verabschiede ich mich. Ciao, ciao Leute!